Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von West-Papua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines Mädchens, das in einem anderen Zeitalter aufwuchs. Eine Geschichte von Liebe, Hass, Vergebung, Brutalität und von der Schönheit des Lebens. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist meine Geschichte. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Also ich finde es ein wunderschöner, spannender Film, unglaublich tolle Aufnahmen. Also ich war begeistert. Ich habe damals, als das Buch öffentlich besprochen wurde, habe ich die Sabine Kügler in der Talkshow gesehen, NDR3 Talkshow, und habe das hat mich sehr fasziniert und berührt, was sie da erzählt hat, und habe mir dann das Buch auch gekauft und das damals schon gelesen und fand das eine erstaunliche Welt. Ich glaube, sowas interessiert einfach jeden. Mama, einer der Fahrer ist verletzt, du musst helfen. Kannst du nichts mehr tun? Kannst mir wenigstens mal anschauen. Doris! Die Fayu kennen keine natürlichen Todesursachen. Deshalb müssen sie nach einem Todesfall jemand anderen töten. Also wenn er stirbt, muss ein anderer dafür büßen, ja? Gut. Dann werde ich dafür sorgen, dass er überlebt. Doris! Wir sind hier Gäste! Du kannst nicht sämtliche Fayu-Gesetze auf den Kopf stellen! Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen, zu vergeben! Du hast uns mitten in einen Bürgerkrieg verfrachtet. Vielleicht solltest du mir erst mal Vergebung beibringen. Hör auf zu streiten! Sie beobachten euch. Bei Doris war ganz klar die Motivation, ihre medizinischen Fähigkeiten dort einzubringen und dort medizinische Hilfe vor Ort zu leisten. Und bei dem Vater war es er war Sprachforscher und er sah dort die seltene Gelegenheit, noch Stammessprachen zu erforschen, die noch kein Mensch bisher überhaupt entdeckt hat. Und im Prinzip sind sie dann, so wird es auch im Film dargestellt, der Wissenschaft des Vaters gefolgt. Da sollen wir alle leben. Du willst also im Dschungel bleiben, wenn du erwachsen bist, ja? Ich könnte ewig hier bleiben. Sie bereiten den nächsten Kriegshof vor, stimmt's? Hier sind wir sicher. Wenn er stirbt, müssen andere dafür büßen, ja? Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen, zu vergeben! Du hast uns mitten in einen Bürgerkrieg verfrachtet. Vielleicht solltest du mir erst mal Vergebung beibringen. Müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Es gibt bei Ihnen keine Liebe, es geht ums Überleben.